Gut, wir machen jetzt mal weiter mit dem Thema Magnus-Effekt und ich habe hier ein Video gefunden zu einem Modellflugzeug. Momento, das mal groß und jetzt sehen wir das. Ich lasse das mal starten. Achtung, die Rotoren drehen sich, das sieht man aber durch den Stroboskopeffekt eventuell nicht richtig. Hier drehen sich die Rotoren scheinbar so rum nach vorne. So sieht es im Moment aus. Wäre auch scheinbar unlogisch, wenn sich das Biest andersrum drehen würde, aber naja. So, das fliegt also wirklich. Ich hoffe, dass das erlaubt ist, dass ich diesen Videolink hier mit einbaue. Hier sieht man die rotierenden. Aber wie gesagt, durch den Stroboskopeffekt einer Kamera kann es sein, dass es genau verkehrt rumläuft. Das hat man manchmal, dass man Räder sich scheinbar verkehrt rumdrehen sieht und so weiter. Gut, das mag hier an der Stelle mal genügen. Ich mache mal kurz Pause. Ich habe jetzt mal eine Papprolle mitgebracht und diese Papprolle, die werden wir praktisch rotieren lassen. Ich werde die werfen, der Kameramann. Achso, dann gibt es natürlich wieder einen Videolink. Wahrscheinlich werde ich den hier irgendwo postieren hier auf der Bildfläche, dass man das auch sehen kann, was ich tue. Und ich werde das Papprohr, das ist eine Papprolle von so einer Küchenrolle übrig, werde ich dann einfach rotieren lassen. Und zwar mit der Hand anschubsen und nach vorne schmeißen. Das heißt, und jetzt sind wir beim anderen Effekt bei der ganzen Geschichte. Man denkt immer, es kommt auf die Geschwindigkeit gegenüber dem Boden an. Nee, ein Flugzeug fliegt in der Luft. Das hört sich jetzt so banal an, aber es ist unwichtig, ob ein Tragflügel sich gegenüber dem Boden bewegt oder scheinbar gar nicht. Wichtig ist, dass er von Luft angeströmt wird. Und wer manchmal sowas sieht, wenn Drachenflieger, also relativ langsam fliegende Fluggeräte fliegen, der sieht die scheinbar in der Luft stehen und trotzdem fliegen sie. Das heißt, es geht um die Luftströmung. Gegenüber dem Boden, wenn der Wind genauso schnell ist wie das Flugzeug, was da fliegt, kann das gegenüber dem Boden ganz anders aussehen. Da denkt man, nanu, was denn hier passiert? Steht das Ding? Nee, das steht nicht. Es fliegt in der Luft und darauf kommt es an. Das ist letztendlich das Wichtige. Wir werden uns jetzt in der ganzen nächsten Zeit nicht mit solchen Flettner-Rotoren oder sowas beschäftigen, mit dem Magnus-Effekt oder so. Das interessiert uns jetzt weniger, sondern mit normalen Flächenflugzeugen oder mit Drachen oder. Auf jeden Fall geht es um Flächen. Ich pausiere mal mit dem Video. Okay, und jetzt mal ein kleines bisschen Mathematik zu der ganzen Geschichte. Und es wird einfacher, als man glaubt. Wir hatten ja gesagt, es gibt verschiedene Kräfte. Das eine ist die Auftriebskraft. Und jetzt können wir ganz einfach sagen, wie berechnet man die Auftriebskraft? FA berechnet man so, indem man sagt, einen bestimmten Beiwert, das ist also sowas Ähnliches wie Pi, also bloß eine Zahl, die allerdings abhängig ist von verschiedenen Sachen. Und zwar einen Auftriebsbeiwert mal die Hälfte der Luftdichte mal die Anströmgeschwindigkeit, wie schnell sich die Luft gegenüber dem Flügel bewegt, zum Quadrat und das Ganze mal Fläche. Das ist schon letzten Endes die gesamte Formel, also Rho von Luft. Und jetzt zu dem CA. CA ist ein Auftriebsbeiwert. Der ist abhängig, wie steil stelle ich den Flügel gegen die Luft an? Wie sieht das Profil aus? Zum Beispiel ein Auftriebsbeiwert solch eines dicken Profils könnte ganz anders sein als solchen schlanken Profils und so weiter und so fort. Solche Dinge, die gehen alle in CA ein. Also der Anstellwinkel, wie steil ich die Fläche stelle, von wo also die Luft kommt, mehr von unten, beziehungsweise ob ich die Fläche eben so steil gegen die Luft angestellt hätte oder flacher oder. Davon ist CA abhängig. Das ist einfach eine Zahl, 0,4, 0,3 bis vielleicht 1, noch was, ungefähr 1,2, geht diese Zahl. Und die Zahl, wie gesagt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Und das andere ist der sogenannte Widerstand. Und da ist die Formel fast genauso. Da sagt man, die Widerstandskraft ist abhängig von dem sogenannten Widerstandsbeiwert. Und jetzt wieder mal Rho von Luft durch 2, Moment, Rho von Luft durch 2 mal Anströmgeschwindigkeit zum Quadrat und wieder Fläche. Aber nicht die Tragfläche, wenn wir uns jetzt mal den Flügel angucken, nicht diese Fläche hier, sondern in dem Widerstandsfalle geht es um folgende Fläche. Wenn ich von vorne gucke, dann hätte ich so geschnitten, letzten Endes eine gewisse Fläche. Um die geht es. Also es geht
um die Fläche, die sich dem Wind entgegenstellt. So könnte man es ganz grob sagen. Wohingegen die Auftriebsfläche diese Fläche ist, die praktisch einen Schatten bildet auf der Erde. So kann man es auch ganz grob sagen. Das wäre die für die Auftriebskraft notwendige Fläche und die andere, das wäre die hier für die Widerstandskraft. Das lassen wir jetzt erstmal pauschal so sein. Wir könnten damit rechnen und. Das kann man ja alles machen. Das können wir aus Spaß dann mal gerne machen. Aber jetzt ist es unwichtig. Bevor wir jetzt hier Flugzeuge bauen und solche Dinge, noch ein paar Kleinigkeiten zum Widerstand. Ich mache das gleich mal in Rot weiter. Wir stellen uns mal vor, hier ist Luft, alles lauter Luftteilchen, wir sagen eine gewisse Strömung, sagen wir einfach dazu. Und jetzt nehmen wir mal verschiedene Körper. Wir nehmen mal ein Brett, von oben gesehen. Das ist einfach bloß ein Brett. Wir nehmen mal eine Kugel, wir nehmen mal eine Halbkugel. Ich mache es mal ein bisschen körperlicher. Wir schauen also leicht schräg von oben rauf. Dann sähe man hier das Brett. Wir nehmen mal ein Brett so gestellt, und zwar ein ganz dünnes Brett. Ganz dünn. Wir nehmen mal eine Flugzeugfläche, die stellen wir jetzt einfach senkrecht hin und so weiter. Und jetzt überlegen wir mal, welche von diesen Körpern haben den meisten Widerstand und welche haben den höchstwahrscheinlich geringsten. Das haben wir jetzt durchdiskutiert. Wahrscheinlich wird der Widerstandsbeiwert hier am allerhöchsten sein. Lass den irgendwas mit, ich sage jetzt mal ganz einfach 1 sein, diese Zahl 1, CW. Das stimmt jetzt nicht, das gibt in der Literatur da ganz unterschiedliche Meinungen. Dann wäre das bezogen auf das Brett, wäre der CW kleiner, rund 0,5. Aber lustigerweise, wenn ich nur eine Halbkugel habe, dann habe ich da einen höheren CW. Also 0,7. Das heißt, der Widerstand einer Halbkugel ist höher. Warum? Ganz einfach. Wenn die Luft hier schnell vorbeigepfiffen kommt, dann scheint hier hinter eine Art Vakuum zu entstehen. Das heißt, hier wird die Luft nochmal sich verwirbeln in die Richtung, Richtung Halbkugel rein. Und solche Verwirbelungen, die bremsen natürlich die Umgebungsluft wieder mit. Das heißt, die wird hiermit beeinflusst. Und dieses Beeinflussen ist so stark, dass der Widerstandsbeiwert höher ist. Nochmal, die Zahlen stimmen nicht hier. Da gibt es in der Literatur ganz unterschiedliche Zahlen. Dann hängen sie noch von der Reynolds-Zahl ab und so weiter und so fort. Wogegen dieser Effekt hier mit diesem scheinbaren Vakuum hier nicht ganz so doll ist. Hier krümmen sich die Strömungslinien wieder einigermaßen zusammen. Ein senkrecht stehendes Brett hätte dann, hätte dann wahrscheinlich einen Widerstandsbeiwert vielleicht von 0,1. Beispiel. Und so eine schöne Fläche hätte noch einen wesentlich geringeren, bezogen auf, wenn ich hier oben sage, das wäre 1, ich sage einfach mal 0,05 dazu, das wird nicht stimmen. Und jetzt kommt eine Überraschung. Die lustigste Form, die wirklich die noch weniger Widerstand der Luft bieten würde, wäre die sogenannte Tropfenform, und zwar hier hinten schön verjüngt. Denn hier hat die Luft Zeit, wenn man sich das bis auf diesen Punkt hier in der Mitte mal anders denkt. Hier kann die Luft sich schön an das Profil anlegen und kann sich dann hinterher wieder ganz gemütlich entspannen. So kann man sich das vorstellen. Man sagt zu solcher anliegenden Strömung, laminare Strömung. Und jetzt wird auch einigermaßen klar, wenn ich ein Brett praktisch dem Wind so entgegenstelle, dann hat der Wind ein Problem. Oder umgekehrt, das Brett hat einen sehr hohen Widerstand. Weshalb Vögel das wie folgt machen. Wenn ein Vogel seine Flügel ganz steil anstellt, und zwar kurz vor der Landung, dann hat er so einen ähnlichen Bretteffekt. Hier, dann wird gebremst. Das kann man sehr schön beobachten, wenn Krähen oder Tauben landen. Die schlagen natürlich auch mit den Flügeln, aber sagen wir bei sehr schönen Fliegern, nehmen wir zum Beispiel Störche, da sieht man zum Schluss, dann bremsen die ganz stark ab, indem sie ihre Flügel anstellen. Und so ähnlich macht es auch ein Flugzeug, aber darauf kommen wir später. Ich schließe jetzt das Video mal ab, dass wir hier mit der ganzen Geschichte aufhören und wir bauen uns jetzt mal Papierflugzeuge und überlegen mal, was man daran verbessern kann und so fort. Das mag jetzt hier genügen. Video ist vorbei.